Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut-Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme. Und es geht um die bewerteten Wirkstoffe und Medikamente. Und das Ganze wird den Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen bei der Wirkstoffgruppe Glucocorticoid und Imidazol äußerlich angewendet. Die ist mit Einschränkungen geeignet, gelb. Ich lese vor. Glucocorticoid und Imidazol in Klammern äußerlich. In diesen Mitteln ist ein stark wirkendes Glucocorticoid, in Klammern Flupretinidin, mit einem pilzabtötenden Wirkstoff Miconazol kombiniert. Miconazol in Klammern. Flupretinidin und Miconazol, gelb. Mit Einschränkung geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Nur zur Anfangsbehandlung, wenn gesichert ist, dass der Hautausschlag mit Pilzen infiziert ist. Dass diese Kombination wirksamer ist als die Einzelmittel, sollte noch besser belegt werden. Dass die Kombination wirksamer ist als die Einzelmittel, sollte noch besser belegt werden. Der erläuternde Text. Die Kombination mit einem Antipilzmittel ist bei Ekzemen nur dann erforderlich, wenn das Ekzem mit einem Pilz infiziert ist. Daher sind diese Mittel nur mit Einschränkung geeignet. Wichtig zu wissen: Länger als 7 Tage sollten Sie die Präparate nicht anwenden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Kombination sollte bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Bei Ekzemen und Neurodermitis in der Schwangerschaft sollten diese Präparate möglichst nicht angewendet werden. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen, unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise für Kinder und Jugendliche, Schwangerschaft und Stillzeit finden Sie unter Glucocorticoide in Klammern äußerlich, siehe Seite 68. Es geht weiter mit einer geeigneten grünen Wirkstoffgruppe. Und das ist Glucocorticoid und Salicylsäure äußerlich angewendet. Wow, das ist ein bisschen was. Noch 3 Seiten.